Stell dir vor, du lebst dein tägliches Leben, bist zufrieden, fühlst dich gesund und munter. Doch tief in deinem Inneren lauert eine geheime Gefahr, die unbemerkt und still ihr Unwesen treibt. Sie ist winzig, unsichtbar und unglaublich geschickt darin, sich zu verstecken. Es geht heute um Parasiten. Diese heimlichen Eindringlinge können in den entlegensten Stellen und Winkeln unseres Körpers Unterschlupf finden und uns unbemerkt schaden. Ihre Anwesenheit kann eine Vielzahl von Symptomen verursachen, die oft erst dann ans Licht kommen, wenn sie sich bereits ausgebreitet haben. In dem heutigen Video tauchen wir ein in die Welt der Parasiten, die in Deutschland am häufigsten vorkommen. Wir enthüllen ihre geheimen Verstecke, ihre Übertragungswege und die Symptome, die sie hervorrufen können. Vor allem aber zeige ich dir, wie du dich schützen und was du tun kannst, wenn du diesen stillen Bedrohungen begegnest. Begleite mich also auf dieser Reise durch die Parasitenwelt und schau dir dieses Video an. Bevor wir jetzt gleich mit diesem bisschen gruseligen Thema beginnen, möchte ich dir noch mein neues Buch vorstellen. Es ist ein Achtsamkeits- und Tagebuch. Also in diesem Buch schreibst du jeden Tag hinein, wie du dich fühlst, was deine Wünsche sind, welchen Engel du gerufen hast, und dann prüfst du auch, hast du deine Ziele erreicht und kannst so dich näher kennenlernen, deine Selbstliebe steigern und auch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ein idealer Weg zu dir selbst. Wenn du dich dafür interessierst, unter dem Video ist ein Link. Und auch unter dem Video findest du kostenlose Angebote von Smarana, die du gerne nutzen kannst. Wir werden natürlich auch diese wundervolle Meditation machen mit den Heilerengeln. Und das ist ganz wichtig, dass du viel solche schöne Meditationen und Channeling hörst, denn so wird die Energie auf deinem Lebensweg gefestigt und voller guter Energien aufgeladen. Und wenn du dich noch mehr interessierst für deinen Lebensweg, dann darfst du dich auch zu dem Webinar anmelden. Ich habe dir hier einen Link auch unter das Video gemacht, denn es geht darum, dass wir uns gut fühlen, dass wir die Kraft in uns spüren und so das Leben leichter wird. Wenn du deine Lebensaufgabe kennst, ist es noch mal was ganz anderes, durch das Leben zu gehen. Deine Seelenaufgabe, wenn du Kontakt zu deiner Seele hast, das ist etwas Wundervolles und gibt dir Kraft für dein ganzes Leben. Und all das kannst du lernen in diesem Webinar. Ja, und jetzt kommen wir zu diesem Thema mit den Parasiten. Ich habe also festgestellt, durch meine täglichen Kundenbesuche und Gespräche, dass das ein wichtiges Thema ist. Und so möchte ich jetzt gerne damit mal an die Öffentlichkeit treten. Und du wirst auch erfahren, welche natürlichen Maßnahmen du ergreifen kannst, damit du diese Tierchen wieder los wirst, sozusagen. Und wir werden auch noch am Ende des Videos eine heilende Meditation machen. Also es gibt verschiedene Symptome und wenn du diese hast, musst du erstmal oder solltest du hellhörig werden. Normalerweise schreibt man die einfach unseren Gesellschaftskrankheiten zu und geht da nicht weiter drauf ein. Aber das ist eine falsche Sichtweise meines Erachtens, denn wir haben verunreinigtes Wasser und das kann schon schnell mal Parasiten in unserem Körper erzeugen, denn die Filter sind nicht auf Parasiten ausgelegt. Wir haben oft verunreinigtes Essen, wir bekommen viel aus China und anderen Ländern und wer weiß, wie diese Sachen zu uns rübergeschifft werden, ob das da immer so sauber zugeht, kann ich nicht beurteilen, würde ich aber sehr, sehr vorsichtig jetzt in diesem Moment sein. Und dadurch entstehen natürlich viele Indikationen mit verschiedenen Symptomen, wie zum Beispiel Durchfall, Übelkeit, Blähungen, Gewichtsabnahme oder geschwollene Lymphknoten.
Ich komme jetzt mal zu den häufigsten Parasiten in Deutschland. Das ist der Madenwurm. Wenn du so einen Madenwurm hast, dann hast du Juckreiz im Analbereich und besonders nachts und auch Schlafstörungen oder leichte Bauchschmerzen. Und leichte Bauchschmerzen, die kommen doch recht häufig vor. Das wird übertragen durch Kontakt mit kontaminierten Oberflächen, wie zum Beispiel Spielzeug oder Bettwäsche. Also auch im Hotel aufpassen, wo man schläft. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Viele nehmen dann ihre eigene Bettwäsche mit, um sich vor all diesen Dingen zu schützen. Dann gibt es noch etwas, das heißt Giardia lamblia. Vielleicht spreche ich das ganz falsch aus, aber das ist auch etwas, was häufig in Deutschland vorkommt. Und auch da hat man Durchfall, Bauchkrämpfe, Blähungen und Übelkeit. Also auch immer wieder ungefähr die gleichen Indizien, die gleichen Symptome. Und es wird übertragen durch kontaminiertes Wasser oder Lebensmittel wieder oder sogar direkte Übertragung von Mensch zu Mensch. Also das ist auch sehr, sehr gefährlich. Ja, und jetzt kommen wir zu der Toxoplasmose. Das ist etwas ganz Interessantes. Man hat also festgestellt in Tests mit Menschen und auch mit Mäusen, dass das eine Wesensveränderung hervorruft. Das heißt, ein Mensch, der so eine Toxoplasmose hat, ist risikofreundlich. Der ist zum Beispiel, wenn du zwei Menschen hast, der eine hat die Toxoplasmose, der andere nicht. Und beide sind ungefähr gleich veranlagt. Und dann wird derjenige mit Toxoplasmose zum Beispiel sofort Fallschirmspringen machen, Bungee-Jumping, und der andere würde es eher nicht tun. Also das verändert die Risikobereitschaft und verändert das Wesen der Menschen, und das ist natürlich eine blöde Sache, ne? Aber ihr Lieben, man kann sich dagegen wehren, man kann etwas dagegen tun, und das möchte ich jetzt euch heute aufhören. Es gibt verschiedene Dinge, und zwar um sich von den Parasiten zu reinigen. Fängst du an, Knoblauch zu essen, rohen Knoblauch, den kannst du überall reinmachen, also in den Salat zum Beispiel. Denn der Knoblauch hat antiparasitäre Eigenschaften, und wenn er roh gegessen wird, wirkt das besonders gut. Wenn du jetzt nicht so gerne rohen Knoblauch magst, dann kannst du es auch als Nahrungsergänzungsmittel einfach einnehmen. Was noch wichtig ist, sind Papayakerne. Die kannst du einfach dann kauen und zur Behandlung von Darmparasiten sehr gut verwenden. Genauso gut sind Kürbiskerne, denn sie enthalten Verbindungen, die gegen Darmparasiten sehr gut wirken können. Was auch noch wichtig zu wissen wäre, ist Oreganoöl oder Thymianöl. Die haben antimikrobielle Eigenschaften und können als Ergänzungsmittel eingenommen werden. Du kannst auch einfach ein paar Tropfen, wenn du dir das kaufst, aufs Essen mal machen oder im Wasser trinken. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was wir jetzt von Smarana haben, sind die Globuli Antiparasit heißen die. Auch das ist etwas sehr Wichtiges, was du tun solltest. Und die energetische Ausleitung. Ja, und dann gibt es noch einen Live-Channel-Abend, wo wir energetische Ausleitungen machen, wo also der Körper komplett gereinigt wird und dann auch die Parasiten sich leichter verdünnisieren als ohne. Also das lege ich euch sehr ans Herz. Natürlich solltet ihr auch darauf achten, dass ihr sauberes Trinkwasser zu euch nehmt. Also wirklich sicherstellen, dass da keine Parasiten drin sind. Da muss man also sehr genau aufpassen, und natürlich Hygiene. Das heißt, wirklich oft Hände waschen und nicht alles angreifen. Kinder machen das gerne. Und eben auch, wenn man Lebensmittel angegriffen hat, sich die Hände waschen. Also vorsichtig sein, gerade mit Lebensmitteln, dass man da das nicht dann wieder isst und dann diesen Parasiten ausgeliefert ist. Und man soll sich auch vor Insektenstichen schützen.
denn auch das ist gefährlich. Und ihr solltet gut die Lebensmittel gut kochen. Also wirklich alles gut durchkochen und nicht so sehr rohe, also wer Fleisch isst, rohes Fleisch essen. Die meisten sind ja Vegetarier, aber dennoch solltet ihr auch Gemüsesorten immer gut waschen, denn das können ja auch noch andere Schadstoffe an den Gemüsesorten sein, ganz davon abgesehen. Und wenn du all das beachtest, kannst du dich sehr, sehr gut schützen. Und es ist ja wichtig, dass wir auf unsere Gesundheit achten, gerade in der anstrengenden Zeit. Und wir haben auch auf Telegram darüber gesprochen und geschrieben. Und da findest du auch noch mehr Hinweise, wie du dich gegen Parasiten schützen kannst und was du dagegen tun kannst. Ganz wichtig, schau einfach mal da rein und informiere dich. Ja, und jetzt lade ich dich ein zu einer energetischen Meditation, zu einer Reinigung und wir werden auch den inneren Heiler aktivieren, der uns da beisteht und schützen wird. Ich sprühe mich mal ein mit der 999 und mit der Essenz der Heilung. Die Essenz der Heilung ist ganz wichtig, die bringt unser System dann auch noch mal in die höhere Energie, so dass wir dann da von da aus leichter für den Körper Heilung bekommen können. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude dabei. Lasst euch einfach tragen von den Energien und schaltet ab. Ja, genießt jetzt die Zeit. Es ist eine Zeit der Heilung, die für uns ganz wichtig ist. Mit einem Herzen voller Liebe begrüße ich dich heute zu dieser Meditation. Ich habe für dich die heilenden Engel eingeladen und sie werden uns begleiten und sie werden einen jeden einzelnen von euch tragen, schützen und in die heilenden Energien hineintragen. Und vielleicht spürst du schon, wie die Energie sich langsam verändert und wie auch deine Energie sich anhebt, denn es fließt die tiefe Liebe der heilenden Engel zu dir. Und diese tiefe Liebe, sie fließt in dein Herz, wenn du es jetzt öffnest. Und sie fließt so tief, wie du es erlaubst. Und vielleicht beginnst du langsam zu schwingen in dieser wundervollen, heilenden, liebenden Energie, die dich sanft umarmt und dir sagt, dass alles gut ist. Und wenn du nun bereit bist, den Kontakt zu deinem inneren Heiler aufzubauen, dann gib ein inneres Ja. Mit diesem inneren Ja wird dein Heiler erweckt, dein Heiler gerufen und dieses innere Ja bringt deinen inneren Heiler zum Schwingen und so sieh, wie dein innerer Heiler jetzt seine Hände auf dein Herz legt, dir in deine Augen schaut und mit all seiner Liebe dir sagt, ich kümmere mich um dich. Ich schaue nach, was jetzt wichtig für dich ist. Entspanne dich und gib dich einfach meinen Energien hin, denn ich wirke jetzt für dein allerhöchstes Wohl. Und wenn du bereit bist, dann gib jetzt noch ein inneres Ja und lass dich von deinem inneren Heiler genau da berühren, wo es wichtig für dich ist. Ich gebe dir ein wenig Zeit, denn die Verbindung mit deinem inneren Heiler,
Sie baut sich auf und sie trägt und schützt dich. Und die heilenden Energien fließen genau dorthin, wo sie wichtig für dich sind. Und so spürst du, wie schön es ist, wenn dein innerer Heiler bei dir ist, sich um dich kümmert und liebevoll für dich sorgt. Diese Momente sind heilig. Es sind deine persönlichen Momente der Heilung. Und so lass ruhig geschehen, was geschieht. Gleichzeitig wirst du energetisch gereinigt und ausgerichtet. Du wirst harmonisiert und in deine Mitte gebracht. Die heilende Energie wird von deinem inneren Heiler in deinem Körper verteilt, fließt durch die Zellen, fließt durch die Meridiane, durch die Nervenzellen, überall dorthin, wo es jetzt wichtig für dich ist. Vielleicht spürst du, wie die heilenden Engel für dich singen, denn sie singen die Töne der Heilung, die sich in deiner Aura mit deiner Energie verbinden und nochmal deine Energie anheben. Und vielleicht spürst du auch noch, wie dein innerer Heiler dein Herz mit Liebe berührt. Und so fällt die Anspannung von dir ab, all die Anspannung des täglichen Lebens. Und du spürst, wie deine innere Kraft sich vergrößert, wie Heilung geschieht und du nun alle positiven Energien anziehst, die jetzt in diesem Moment gut und richtig für dich sind. Du fühlst dich wunderbar wohl und auch ganz eng mit deiner Seele verbunden, denn auch dies hat dein innerer Heiler für dich getan, den Kontakt hergestellt. Und so lass dich noch ein wenig tragen von der wundervollen Energie und spüre, wie dir Gutes widerfährt. Um dann nach einer Weile, wenn du von deinem inneren Heiler den Impuls bekommst, dass für den Moment alles getan ist, dich zu verabschieden und zu danken für die wundervollen Energien und dann in deiner Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurückkommst, Hände und Füße bewegst und wieder ganz hier bist. Dich dehnst und streckst, damit die Energien sich jetzt den richtigen Platz in deinem Körper suchen und es dir sehr gut geht. Ich wünsche dir alles Liebe, alles Gute mit dieser wundervollen heilenden Meditation. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir ein Like
und teile das Video und schreib mir unbedingt dazu, was du gefühlt hast. Alles Liebe und bis bald.